Moin des YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Siberia 3. Ich will immer ohne Cheating weitermachen, weil ich einfach nichts gefunden habe, womit ich cheaten könnte. Das ist das Traurige. Ne War Machine? Ahem. Darf das. Mal kurz das Ding ausmachen hier. Was ich aber halt gesehen hatte. Tag muss früher viel Spaß machen. Jetzt sehr dunkel. Jetzt, ich habe gerade gesehen, dass man noch hierher kann. Da noch nicht so her. Okay, schade. Das habe ich nämlich, war ich mich auch noch bis jetzt noch gar nicht so. Was ist das hier? Okay. Noch irgendwo ein Loch im Zaun, habe ich auch gesehen in dem Video, was ich geguckt hatte. Um herauszufinden, wie man hier weiterkommt. Hä? Was soll das denn? Häng doch nicht die ganze Zeit irgendwo dran, ey. Schon dumm. Oh nein, ich war doch gerade. Ja? Bitte, bitte, bitte. Wo bin ich? Jawohl, da ist sie wieder. Nice. Was ist das hier eigentlich? Kann man da irgendwie hinlaufen? Die Kamera ist halt scheiße irgendwie. Die Kamera ist halt, das ist halt, glaube ich, nur eine Attraktion oder sowas. Keine Ahnung. Stimmt, da kann ich mich auch daran erinnern, dass ich hier dran vorbeigelaufen ist. Aber hier war halt einfach gar nichts. Nirgendwo. Warte, was war das? Ah, okay. Aber besser als im Schiff bleiben. Wieso ist halt diese Cam ist so scheiße momentan? Das ist halt ein bisschen nervig gerade. Ich bin jetzt gerade gegen den Baum gelaufen, deswegen der Cam. Und sicherlich diese Treppe kommen wir doch sicherlich hoch, oder nicht? Ne, kommen wir nicht, okay. Schade. Dann halt nicht. Dann laufen wir mal kurz wieder zurück. Der Aufgang hat sich die Kerl anscheinend nicht. Okay. Lauf schneller, Kate. Laufe schneller. Niemand hier. Tuk, okay. Tuk. Niemand hier. Tuk, tuk. Ja, okay. Da geht's nach draußen. Was ist mit denen denn los? Weg für Stamm noch weit. Ist mir das hier oben? Dieser Wagen war ja irgendwie hier runtergerollt. Ist auch irgendwie ausgestiegen. Aber ich weiß nicht wer, keine Ahnung. Und diesen Wagen können wir jetzt halt beobachten. Geht doch wieder da hoch, Kate Walker. Und ich sage immer Kate Walker, weil ich das kann. Da liegt nichts mehr. Haben wir alles mitgenommen auf jeden Fall. Muss ich das halt jetzt angucken hier. Und jetzt ist gerade einer ausgestiegen. Problem ist halt, dass wir jetzt, glaube ich, hier nicht viel gucken können. Eine Anzeige. Sieht aus, als wären diese Löcher absichtlich gemacht worden. Aber wozu? Bringt uns noch nicht so viel. Okay. Leute, wir fahren Achterbahn. Wir können Achterbahn fahren. Wie cool! Oh, Scheiße! Das will ich mich nicht trauen, bei so einem verlassenen Park Achterbahn zu fahren. Hinterher ist da gleich irgendwie so ein Loch in der Schiene drin oder so und dann sind wir ziemlich am Arsch. Nein, da war was, Schitte. Ich hab's nicht gesehen. Hui! Uiuiuiui. Wo sind wir? Ich frage mich, wo dieser Durchgang hin? Da war ein Durchgang, okay. Ist das schon mal? Vielleicht müssen wir schneller reagieren, das Problem. Diese Nadel muss mit der Feder des Mechanismus sein. Guck mal. Welche Nadel denn? Dieser Zähler scheint anzuzeigen, ob die Feder des Mechanismus aufgezogen ist oder nicht. Okay. Welche Nadel meint sie denn jetzt gerade? Wir steigen mal aus, weil wir sind jetzt woanders, glaube ich, oder? Sind wir woanders? Ne, wir sind, glaube ich, wieder an einem Punkt, wo wir gerade auch waren, oder?
Wir sind woanders, 100%. Warte mal, sind wir jetzt woanders? Nee. Nee, hier waren wir schon, okay. Ich glaube, wir dürfen halt nur nicht so weit fahren. Ich glaube, wir müssen einfach diesen Hebel nicht so weit oder so kurbeln. Vielleicht geht das ja. Sieht aus, als wären diese Löcher absichtlich gemacht worden. Aber wozu? Um da irgendwas reinzustecken? Haben wir irgendwas zum Reinstecken? Wir müssen auf jeden Fall irgendwas reinstecken. Sonst wird das nicht noch angezeigt. Das ist nicht richtig. Messer geht schon mal nicht. Schade. Nichts. Schade, geht auch nicht. Wir müssen anscheinend irgendwie so eine kleine Stecknadel oder sowas finden. Und dann da das Ding nicht ganz aufzuladen. Ey, was soll das denn? Wieso fährt der nicht los? Fährt der halt einfach nicht los. Ich will noch eine Runde fahren. Alleine, um dann zu wissen. Ey, was soll das? Wo wir dann hinkommen? Zack. Ich hatte gerade noch irgendwas gesehen, was ich anklicken konnte, aber nicht angeklickt habe, leider. So nur hier in dem Bereich. Glaube ich. Also in diesem Bildschirmbereich meine ich. Jetzt nicht da, sondern ein bisschen später. Ich bin im Riesenrad irgendwo? Ne. Ne, da war es nicht. Okay. War noch relativ schnell, da war es. Nichts Interessantes hier. Okay, nichts Interessantes hier, alles klar. Wow. Dafür sind wir jetzt nochmal Achterbahn gefahren. Das macht natürlich Sinn. Problem ist halt, dass wir jetzt eigentlich hier oben irgendwie anhalten müssen. Ich frage mich, wo dieser Durchgang ist. Wisst ihr? Und dafür müssen wir wahrscheinlich die Bahn nur halb aufladen oder sowas. Ich wette. Okay. Sieht aus, als wären diese Löcher absichtlich gemacht worden. Aber wozu? Um da irgendwas reinzustecken halt hinterher, das ist klar. Wo wir das herkriegen, was wir da reinstecken können, ist halt die Frage. Wird das mit irgendwie so ein ganz kleines Teil auf dem Boden oder sowas? Jemand hat sich hier den Kopf zerbrochen. Da liegt nichts irgendwo neben, oder? Nee. Okay. Aber trotzdem sage ich an dieser Stelle erstmal wieder... Obwohl, kann ich das eigentlich schon wieder sagen? Keine Ahnung. Glaube nicht. Glaube doch, ich weiß es halt nicht. Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Dezent. Ich sage an dieser Stelle einfach vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, auch wenn die Folge vielleicht zu kurz war. Ist mir egal, passt schon. Dann sieht man sich in der nächsten Folge Sibiria wieder. Bis dahin, ciao, ciao.